Hi ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Vielen Dank, dass ihr bei diesem Video hier eingeschaltet habt. Ich würde euch gerne etwas erzählen. Eine turbulente und sehr mutmachende Woche liegt hinter uns. Und ich bin hier etwas weiter rausgekommen an einen Ort, der für mich auch sehr mutmachend ist. Denn hier seht ihr einen Baum, der zwar umgekippt ist, aber sich weigert, seine Blätter zu verlieren und immer noch seine Wurzeln behält. Ich möchte mich als allererstes bedanken bei meiner krassen Community, die innerhalb einer Woche jetzt schon fast 5000 Euro an Spendengelder für die Betroffenen der Flutkatastrophe gesammelt haben, gespendet haben. Manche Leute haben einen riesengroßen Beitrag geleistet, manche Leute haben einen kleinen Beitrag geleistet. Und das spielt keine Rolle, denn am Ende zählt das große Ganze, das wir alle sind. Ich möchte gerne als Zeichen der Dankbarkeit und der Anerkennung jede einzelne Spende, die reingekommen ist, über meine Spendenaktion hier unten einblenden. Und ich freue mich, dass ich selber die allererste Spende leisten durfte und dann sind noch so viele von euch gefolgt. Wir haben es geschafft, das Spendenziel mehr als vierfach zu überbieten. Ich habe das Spendenziel auf 1000 Euro gesetzt, denn ich finde, 1000 Euro ist schon eine krasse Summe, vor allem wenn man sich bedenkt, in welcher Zeit wir uns befinden, dass es vielen Leuten da draußen und vielleicht auch mir selber als Künstler in der Corona-Zeit wirtschaftlich nicht allzu gut ergangen ist. Und deswegen bin ich umso stolzer, dass so viele von euch gesagt haben, da sind wir dabei, da packen wir an. Und damit sind wir auch direkt schon in der Thematik, denn ich würde euch gerne erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich dieses Video gemacht habe, dass ich auch diesen Song gemacht habe und mich quasi so auf diese Thematik eingelassen habe. Denn ich gebe zu, am Anfang ist es mir sehr schwer gefallen. Ich habe die Bilder in den Nachrichten gesehen und auch in den sozialen Medien. Und ich gebe zu, ich habe etwas versucht, mich davon frei zu machen. Die letzten anderthalb Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. So viel hat man täglich Nachrichten geschaut und ich glaube, da geht es vielen von euch nicht anders. Man hat täglich die Zahlen verfolgt, welche Einschränkungen gibt es hier, welche Einschränkungen gibt es da. Und jetzt war gerade die Zeit gekommen, in der man wieder etwas mehr Freiheiten genießen konnte und schon passiert so etwas Unglaubliches, Unfassbares. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir das so nah ans Herz geht und dass mich das so traurig macht, dass ich einfach immer, sobald so ein Beitrag kam, weggewischt habe und gesagt habe zu mir selbst, aber auch zu den Leuten in meinen Livestreams und auf meinen Social-Media-Seiten, Leute, ich habe dafür einfach keine emotionale Kapazität. Das war mein Standpunkt. Ihr wisst, dass ich seit über 10 Jahren mit meiner Musik Menschlichkeit, Nächstenliebe, Miteinander, Füreinander in die Welt hinaus trage. Und manchmal habe ich mir schon in letzter Zeit gedacht, eigentlich ist alles von meiner Seite aus gesagt. Jetzt müssen nur noch mehr Menschen dahinter kommen. Dann habe ich einen Musikvideodreh geplant, bei dem Leute dabei sein konnten. Und einer meiner langjährigen Fans und einer meiner Supporter auf Patreon, der wusste da schon etwas früher von. Der Dreh war eigentlich schon seit letztem Jahr geplant. Dann kam ja der Lockdown, dann sah auch die Stadt nicht so schön aus. Und ich habe gesagt, ich warte, bis Frühling ist und bis alles aufblüht, denn dann macht so ein Videodreh Spaß und das Ergebnis sieht auch schön aus. Dieser Tag ist also gekommen, der Videodreh, das ist jetzt, glaube ich, 3 Wochen her. Und ich wusste, dass dieser Fan, also der Campi, können wir ja sagen, ne? Sebastian, hi, grüß dich, falls du das Video schaust, dass er unbedingt dabei sein wollte bei diesem Videodreh. Aber an dem Tag, der dann angesetzt war, konnte er nicht, weil er eine Spendensammelaktion für die Betroffenen in den Flutgebieten mit bestritten hat, also sich dort engagiert hat. Da ging es nicht um finanzielle Spenden, sondern um Sachspenden. Und da hat er dann mit LKWs beladen und Spenden entgegengenommen. Das habe ich dann hinterher erfahren. Er hat mir dann geschrieben, so Mensch, ich wäre so gern dabei gewesen. Leider habe ich genau an dem Tag eine Spendenaktion begleitet. Und dann habe ich ihm geschrieben, weißt du was, dann mache ich jetzt was, das habe ich noch nie vorher gemacht, und zwar, ich komme zu
einem, der dabei sein will. Normalerweise sage ich dann, hey, es gibt ein Videodreh hier, es gibt ein Videodreh da. Ich habe ja schon Dutzende Videos gedreht mit meiner Community zusammen. Aber ich habe gesagt, pass auf, diesmal komme ich zu dir, weil ich weiß, du wolltest unbedingt dabei sein und ich finde es cool, dass du dich engagierst. Ich bin also in seinen Stadtteil gefahren, wir haben uns unterhalten, haben eine Szene gedreht fürs Video. Und dann habe ich ihn gefragt, wie das eben gelaufen ist, wie das so war mit der Spendenaktion. Und hat er gefragt, ob ich das gerne sehen möchte, ob ich damit hinkommen möchte. Dann sind wir gemeinsam dort an diesen Ort hingefahren, wo die Spenden gesammelt wurden. Und gleich haben mich auch ein paar Leute erkannt, kamen zu mir, haben mir gewisse Dinge erzählt, die wirklich auch unter die Haut gegangen sind. Oft ist es ja so, wenn man aus erster Hand dann etwas erfährt, dann berührt einen das doch nochmal anders. Zum Beispiel wurde mir dann auch gesagt, ja, wir sammeln gerade Eimer, aber nur die schwarzen Eimer, bitte keine roten, weil mit den roten Eimern markieren die dort die Leichenfunde. Und ich sehe die ganze Zeit im Hintergrund, wie die da diese LKW beladen. Jeder war dabei, sich zu engagieren. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich bin dann mal wieder weg. Der Sebastian ist dann direkt da geblieben, um weiter zu helfen. Und ich bin dann mit meinem Kamera-Equipment vom Videodreh, bin ich dann weggefahren, kam dann an einem See vorbei mit meinem Fahrrad und es ratterte die ganze Zeit in meinem Gehirn und ich habe auf einmal gemerkt, ich muss anhalten, habe mich auf eine Bank gesetzt und habe einfach nur angefangen zu weinen. Ich habe einfach nur erstmal geweint und habe mir in dem Moment gedacht, Max, was machst du da eigentlich? Was machst du? Du machst hier deine Livestreams, du machst deine Videodrehs, ja, aber es gibt doch Menschen, die gerade alles verloren haben, sogar über das Materielle hinaus, was schon schrecklich ist. Ihre Heimat, also man kann auch sagen ihre Wurzeln und natürlich auch ihre Nachbarn, ihre Freunde, ihre Nächsten, ihre Verwandten, ihre Bekannten. Und in dem Moment habe ich mich ein bisschen geschämt, ehrlich gesagt. Habe mir gedacht, was machst du? Willst du später mal sagen, dass das deine Art war, wie du damit umgegangen bist? Dass du gesagt hast, komm, zu dir selber, nerv mich damit nicht, habe dafür keine emotionale Kapazität. Wisst ihr, es gibt Momente in der Geschichte, die sich einbrennen. Ich glaube, wenn ihr euch zum Beispiel an 9/11 erinnert, dann wisst ihr noch genau, wo ihr in dem Moment wart, als ihr erfahren habt, dass diese Türme ins World Trade Center reingeflogen sind. Das wisst ihr noch genau und ihr könnt euch genau an diese Zeit erinnern. Und in dem Moment, wo ich dort saß, an diesem See auf der Bank und geweint habe, habe ich gedacht, du musst was tun. Du musst was tun. Mein erster Impuls war, du gehst dahin, du beteiligst dich bei den Spendensammeln, du machst einen Aufruf, du fährst mit dahin, du versuchst da irgendwie klar Schiff zu machen, den Leuten zu zeigen, du bist da. Und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte, okay, du kannst als ein Mannequin dahin gehen, kannst ein paar Stunden, ein paar Tage deiner Zeit opfern oder du kannst deine stärkste Stimme nutzen und zwar deine Musik. Und ich weiß, dass es manche Leute nicht ganz unkritisch sehen, dass manche Leute nicht verstehen, dass für mich Musik eben mein Sprachrohr ist und meine Art der Reflexion. Aber diesen Leuten muss ich auch nichts beweisen. Wenn diese Menschen mich nicht verstehen, weitergehen, wegklicken. Es gibt im Internet nichts Einfacheres. Ich habe mich dann dazu entschieden, beziehungsweise diesen inneren Drang gespürt, einen Song zu machen. Das war am Mittwoch. Und der Song kam von, also wirklich wie aus mir selbst heraus. Das war gar nicht nachgedacht, keine Reime, nichts zurechtgelegt, sondern es kam wie, als würde eine höhere Macht diesen Song für mich schreiben. Dann habe ich ihn aufgenommen. Bin dann am Freitag, beziehungsweise ich habe dann dem Campi gesagt, hier, ich habe einen Song geschrieben. Was hältst du davon? Ich habe Bock, mich da zu beteiligen, vor Ort mir ein Bild zu machen und dann ein Video umzusetzen. Er hat gesagt, geile Idee, die sind ja selber auch bei der Feuerwehr beschäftigt und wir sind dann im Rahmen eines Trupps quasi dorthin gefahren, in eins dieser Flutgebiete. Und 4 Kilometer vorher mussten wir dann stoppen, sind wir gar nicht weitergekommen mit dem Auto. Wir haben dann alles gepackt, alle Sachen von oben bis unten bepackt gewesen und haben uns Richtung Dorf aufgemacht. Und auf einmal kam ein Bauer vorbei mit seinem Traktor. Der hat gesagt, springt hinten auf die Ladefläche und hat uns dann mitgenommen ins Dorf. Und die Menschen waren so dankbar, die waren so
auf der einen Seite positiv und lösungsorientiert und auf der anderen Seite sah man ihnen auch ihre unendliche Trauer an. Und ich habe das auch hinterher erst begriffen, also ich habe ja dann dort vor Ort auch angepackt, aber natürlich auch Gespräche geführt mit den Leuten und auch vor allem natürlich Videoaufnahmen gemacht. Klar, das war meine Mission in dem Moment. Es war mir wichtig, mit dem Video und dem Song zusammen ein anderes Gefühl zu vermitteln, als die Nachrichten vermitteln, als vielleicht ein bloßer Post bei Social Media vermitteln kann. Und ich habe es ja auch aus meiner Perspektive erzählt und gesagt, manchmal reicht es nicht zu weinen voller Schmerz. Und genau das war das Gefühl, ne? Du weißt manchmal nicht, wie kannst du helfen, und manchmal reicht es einfach nicht, nur zu weinen. Und ich glaube, geweint haben wir viele, als wir diese Bilder gesehen haben. Als wir dann spät abends zurückgekommen sind, war das Erste, was ich gemacht habe, das Material zu übertragen von den Kameras und das durchzuschauen. Und beim Durchschauen kamen mir erst gewisse Dinge ins Bewusstsein. Also vorher bist du da und du funktionierst dann einfach nur. Da kommt jemand an und sagt, es gibt das und das zu tun. Kein Problem, du machst das. Und dadurch, dass ich ja dieses Dorf, also Dernau, wo wir das gedreht haben, vorher noch nie gesehen habe, wusste ich auch nicht um den Unterschied. Es war für mich, auch wenn ich in die Häuser reingegangen bin, ich habe früher als Jugendlicher auf einer Baustelle gearbeitet und für mich sahen diese Häuser aus wie Rohbauten. Erst wenn du in die höheren Geschosse gekommen bist, konntest du erahnen, wie schön und wie wunderbar eingerichtet eigentlich diese Häuser waren. Aber im Erdgeschoss, im Keller, dort wo wir gearbeitet haben, auch in der ersten Etage, sahen die Häuser aus wie Rohbauten, beziehungsweise tun es immer noch. Und das war eben auch ein Bewusstsein und ein Beweggrund für mich, warum ich diesen Song und dieses Video machen wollte, ungeachtet dessen, dass es immer Leute gibt, die einem so etwas falsch auslegen, war einfach, dass ich die Angst hatte und gesehen habe, es gibt Menschen, die nutzen das für politische Zwecke, sei es um zu sagen, wer ist schuld daran oder liegt es jetzt am Klimawandel, liegt es jetzt daran und wer macht nichts und so weiter. Und ich will auch nicht sagen, dass diese Diskussionen nicht alle berechtigt sind, aber mir ging es darum, ein Zeichen zu setzen, auch ein Video auf meinem Kanal zu platzieren, eine Spendenaktion ins Leben zu rufen, um zu zeigen, bei uns sind diese Leute nicht vergessen. Und als ich wiedergekommen bin, das Material durchgeschaut habe, ich sage euch ehrlich, ich habe auch erstmal geweint, weil ich war da ja auch mit, also ich war quasi vor Ort bei einer super netten Familie. Liebe Grüße übrigens an dieser Stelle. Und ich war mit dem Vater unterwegs, habe mich aber auch mit der Mutter unterhalten und auch mit dem Sohn, mit dem Levin. Und im Nachhinein wurde mir erst bewusst bei den Videoaufnahmen, die ich gesehen habe, dass das für die nicht einfach nur irgendeine überflutete Region ist oder irgendwelche Rohbauten, sondern das ist deren Heimat. Und deren Heimat ist zerstört. Und im Nachhinein dann sich an die Blicke dieser Menschen zu erinnern, an diesen Geruch vor Ort zu erinnern, an diesen Lärm, an diesen ständigen Baustellenlärm. Das ist wirklich dort wie eine riesige Baustelle. Und ihr habt es ja auch im Musikvideo gesehen, die ganze Zeit fahren dort Transportmaschinen, LKW, THW, Bundeswehr, Feuerwehr, Rettungswagen. Also so viele Einsatzfahrzeuge habe ich noch nie an einem Tag gesehen. Und das Ganze ist dann eben gesagt. Und dann war der Videoschnitt sehr intensiv. Also die Tage danach, in denen ich das zusammengebastelt habe, war echt heftig, ist mir nicht leicht gefallen. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem das Ganze eine, finde ich, sehr positive Wendung genommen hat. Ich habe das Video dann am Mittwoch, jetzt letzte Woche Mittwoch um 19 Uhr auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Und was seitdem passiert ist, was ich seitdem für ein Feedback, für einen Zuspruch bekommen habe, ist wirklich ohne Gleichen. Viele Leute aus meiner Community, also die waren natürlich die ersten, die ich erreicht habe, haben schon, ich habe ja das Spendenziel auf 1.000 Euro gesetzt und ich habe um 19 Uhr das Video hochgeladen und so wie jeden Mittwoch dann um 20 Uhr gestreamt, und wir hatten schon wenige Stunden später das Spendenziel von 1.000 Euro erreicht. Es war unglaublich. Am nächsten Tag hatten wir dann die 2.000 Euro und. Und ab einem gewissen Punkt hat das Video dann auch in anderen Kreisen die Runde gemacht. Die Familie selbst, wo ich vor Ort war, die hat das geteilt. Ich habe von Campi erfahren, dass das ganze Dorf dort das geteilt hat. Ganze Helfergruppen haben sich dadurch eben angesprochen gefühlt und verstanden gefühlt auch und repräsentiert gefühlt. So als dass sie eine Stimme gegeben bekommen haben. Und das ist ein sehr, sehr tolles Gefühl. Ich glaube, es gibt auf der einen Seite die Leute, die die Befürchtung hatten, vergessen zu werden, nicht gehört zu werden, dass deren Leid
nicht durch irgendeine sensationshaschende Nachricht repräsentiert wird. Und auf der anderen Seite habe ich eben das Feedback von vielen Leuten aus meiner Community, aber auch aus Familien- und Bekanntenkreis bekommen, dass die Leute gesagt haben, boah, ich habe zwar vorher Posts gesehen und Nachrichten, aber irgendwie, dass es so krass ist, das war mir nicht bewusst. Obwohl ich glaube, auch in meinem Musikvideo, ich habe nicht Dinge gezeigt, die vorher überhaupt nicht sichtbar gewesen sind, aber in Verbindung von Video mit der Musik durfte ich einige Herzen erreichen, berühren und ganz vorsichtig öffnen und dann eben auch zum Handeln bewegen. Und für mich selber, ich bin unglaublich stolz darauf, dass diese Spendenaktion, ich habe dann eine Spendenseite ins Leben gerufen, habe dann selber eine Spende getätigt und habe dann auch in den Livestreams gesagt, Leute, spendet heute nicht für mich, denn als Musiker, du bekommst ja dann bei Twitch oder auf den entsprechenden Plattformen eben immer Donations, sondern spendet bitte dort. Und dasselbe habe ich dann auch nochmal Freitag gemacht. Sonntag streame ich ja immer live aus Neuss. Das war übrigens auch ein unglaublich toller Stream. Ich habe euch ja meine alte Schule gezeigt und habe aber gesagt, Leute, spendet diesmal nicht für mich. Spendet bitte auf dieser Spendenseite und jeder, der spendet, für den verschenke ich dann dem nächsten Menschen, den ich live in diesem Stream sehe, eine CD. Auf jeden Fall habe ich von vielen Leuten aus meinem bekannten Verwandtenkreis und aus der Community eben das Feedback bekommen, dass es ihnen ähnlich ging wie mir, dass sie nach dieser ganzen Zeit das so emotional ein bisschen von sich fernhalten wollten, aber dadurch halt einfach nochmal ganz anders dafür sensibilisiert wurden. Und deswegen danke ich euch allen. Ich danke den Leuten, die mich im Vorfeld schon dazu motiviert haben, einen Song darüber zu machen, auch wenn ich erstmal gesagt habe, nein, ich kann das nicht, ich möchte das gerade nicht, dass ihr mir da gut zugesprochen habt. Ich danke auf jeden Fall Sebastian, Thomas und Martin, dass ihr mich mitgenommen habt nach Dernau. Ich danke auf jeden Fall der lieben Familie dort vor Ort, dass ihr mich so, trotz dessen, dass ihr alles verloren habt, mich so herzlich empfangen habt und generell allen Helfern, all den Menschen, die ihr Herz schon vorher nicht verschlossen haben oder durch das Lied sich repräsentiert gefühlt haben, sich abgeholt gefühlt haben, sich geöffnet haben. Unglaublich, also unglaubliches Feedback, unglaubliche Rückmeldung. Das bedeutet mir ganz, ganz viel und gibt mir selber auch ein Gefühl, was sehr, sehr wichtig für mich ist. Und zwar, ja, dass ich einen Wert habe auf dieser Welt, der eben über einen Geldwert, über einen monetären Wert hinausgeht, sondern dass ich eine Bedeutung habe für Menschen, dass ich diese Welt zu einem besseren Ort machen kann und das Leid von Menschen lindern kann. Dafür danke ich euch auf jeden Fall sehr. Ich habe viele, viele Nachrichten bekommen von Menschen, die gesagt haben, Max, bitte stell den Song bei Spotify zur Verfügung, bei Amazon, bei Apple Music und. Wir möchten den da gerne streamen. Der Song bedeutet uns so viel. Und die Möglichkeit habt ihr jetzt auf jeden Fall. Der Song ist online auf eurer Lieblingsplattform. TikTok dauert, glaube ich, noch ein bisschen, aber dann können wir die Tage da auch auf jeden Fall TikTok-Videos zu machen. Ihr könnt den Song in eure Insta-Story einbauen. Und das alles sind auf jeden Fall Möglichkeiten, um auch weiterhin für Aufmerksamkeit zu sorgen, für diesen Song, damit auch für das Video und für die damit verbundene Spendenaktion. Ich danke euch auf jeden Fall von Herzen. Wenn ihr mögt, dann schaltet mittwochs oder freitags ab 20 Uhr ein auf meinem Twitch-Kanal. Da performe ich auch gern den Song Jeder kann was tun live für euch. Und jeden Sonntag bin ich halt auch auf meinem Twitch-Kanal unterwegs und zwar auf den Straßen von Neuss hier. So sieht es jetzt nicht typisch in Neuss aus, aber ich finde es sowieso schwierig, in so einer Angelegenheit die richtigen Worte zu finden. Deswegen wähle ich ja auch oft bewusst das Mittel der Musik, weil ich da nicht nachdenken muss, sondern einfach nur fühlen muss. Deswegen bin ich hier hingekommen, heute mal etwas raus, um ungestört euch von meinen Gedanken zu berichten. Auf jeden Fall danke ich euch von Herzen. Ich freue mich auch über all die neuen Leute, die jetzt dazugekommen sind bei Instagram, bei YouTube, bei Facebook und so weiter und so fort. Hört euch gerne durch meine Playlists durch auf YouTube oder auf eurer Lieblingsplattform, denn meine Lieder handeln im Grunde genommen immer vom Miteinander, aber auch vom Verständnis füreinander. Und deswegen war es mir wichtig, bei diesem Song nicht einen Schuldigen zu suchen, nicht mit Hass oder auch mit zu viel Trauer zu agieren, sondern wirklich auch einfach nur die Situation so zu schildern, wie sie ist.
Denn jeder kann etwas tun. Und ob ihr euch bei Aktion Lichtblicke beteiligt, zu denen habe ich eben einen Draht, weil ich seit 2016 schon bei Lichtblicke-Shows auftrete, um die zu unterstützen. Oder ob ihr das bei Deutschland Hilft tut, ob ihr selber dort vor Ort helft oder auch nur in Anführungszeichen auf die Situation aufmerksam macht und dafür sorgt, dass das Leid der Betroffenen nicht in Vergessenheit gerät. Es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Es ist wichtig, dass wir das verarbeiten. Und ihr seid, also nochmal speziell ein Wort an meine Community, ihr seid wirklich die schönste Community im ganzen Internet und auch darüber hinaus. Ich bin so stolz auf euch. Ich weiß, dass so viele von euch selber Rettungsassistenten sind, Altenpfleger, Kindergärtner, Sozialpädagogen und. Ihr seid die Menschen, die diese Welt zu einem besseren Ort machen. Und ich bin so stolz auf euch, denn wir sind sicherlich mit Abstand nicht die größte Community, aber wir haben auf jeden Fall das größte Herz. Und das habt ihr bewiesen. Und ich bin so stolz auf euch. Ich bin so froh über das, was wir dazu beitragen konnten. Und deswegen einfach ein riesen Dankeschön. Ein riesen Dankeschön an all die Leute, die bis zu diesem Punkt hier eingeblendet wurden. Und haltet die Herzen offen, meine Lieben. Bis bald.